Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den Angriffen der Türkei auf Stellungen der PKK droht der Konflikt mit den Kurden erneut zu eskalieren. Bundeskanzlerin Merkel appellierte an die Regierung in Ankara, den Friedensprozess fortzuführen. In einem Telefonat mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu habe Merkel zudem an das Gebot der Verhältnismäßigkeit erinnert, so ein Regierungssprecher. Am Dienstag soll sich die NATO auf Ersuchen der Türkei mit der Sicherheitslage in der Krisenregion befassen. Die türkisch-syrische Grenzregion heute. Sie ist Aufmarschgebiet der türkischen Armee geworden. Gestern hatten hier noch Panzer über die Grenze hinweg auf Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien gefeuert. Ebenso wie Kampfjets aus der Luft. Heute blieb es hier ruhig. Zumindest bis jetzt hat der IS auf die Angriffe der letzten Tage nicht reagiert. Auch das zweite Einsatzgebiet der türkischen Luftwaffe von gestern, der Nordirak, blieb heute verschont. Hier hatten türkische Luftstreitkräfte Ziele der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in den Kandilbergen angegriffen. Heute zeigte man die Zerstörungen. Ob allerdings die Ruhe dieses Tages bedeutet, dass die Einsätze gegen die PKK beendet sind, kann niemand sagen. Die Bombardierung von PKK-Stellungen vom Vortag hat auch in der Türkei Sprengkraft. Gestern und heute zog es landesweit in mehreren Städten Kurden auf die Straßen, um zu demonstrieren. Die Polizei antwortete mit Wasserwerfern und Tränengas. Eine in Istanbul geplante Großkundgebung wurde verboten. So gab es nur eine kleinere Ersatzveranstaltung mit rund 2000 Teilnehmern. Ich weiß wirklich nicht, ob der Friedensprozess zwischen Kurden und türkischer Regierung überhaupt weitergehen kann. Die Kandilberge werden bombardiert und täglich gibt es Hunderte von Festnahmen. Zwei Soldaten, die gestern von der PKK bei einem Autobombenanschlag getötet wurden, überstellte man heute zu den Orten ihrer Beerdigung. Die Türkei, sie ist in Anspannung. Weitere Hintergründe zur Kurdenpolitik der Türkei und den Zielen Ankaras finden Sie bei uns im Netz auf tagesschau.de. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Kenia hat US-Präsident Obama das Land aufgerufen, gegen Missstände vorzugehen. Kenia sei in seiner Entwicklung schon weit gekommen, sagte Obama vor tausenden Zuschauern in Nairobi. Nun müsse dafür gesorgt werden, dass alle Bürger die gleichen Rechte erhielten und jeder vom wirtschaftlichen Aufschwung profitiere. Am Nachmittag flog Obama ins Nachbarland Äthiopien weiter. Für beide afrikanischen Länder ist es der erste Besuch eines amtierenden US-Präsidenten. Ich bin auch einer von euch. Das, so scheint es, will US-Präsident Barack Obama in Kenia ausstrahlen. Habari Zenu! Habari Zenu, wie geht's euch? Ruft er auf Swahili. Die Menge ist begeistert. Doch dann wird es auch schon ernster. Obama spricht über Menschenrechte, den Schutz von Minderheiten wie beispielsweise Homosexuelle und über die Bekämpfung der Korruption. Der Weg, der zum Erfolg führt, ist eine starke Demokratie und eine Entwicklung, die Möglichkeiten für alle Menschen bietet und nicht nur für einige wenige. Einige wenige werden in Kenia immer reicher. Die Kluft zwischen Arm und Reich dabei größer. Auf der einen Seite wächst die Wirtschaft und mit ihr eine Mittelschicht. In der Hauptstadt Nairobi herrscht ein regelrechter Bauboom. Auf der anderen Seite aber werden die Armen immer ärmer. Um Entwicklung ging es deshalb auch gestern beim Zusammentreffen mit seinem kenianischen Amtskollegen Uhuru Kenyatta. Aber auch um das Thema Sicherheit, denn Kenia wird seit einigen Jahren immer wieder Ziel von terroristischen Anschlägen der Al-Shabaab-Miliz. Obama versprach, Kenia stärker als bisher zu unterstützen und vor allem bei der Ausbildung und Finanzierung kenianischer Sicherheitskräfte zu helfen. Der Besuch von US-Präsident Barack Obama hat auch eine große symbolische Bedeutung. Kenias Präsident war vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt. Die Klage wurde fallen gelassen. Obamas Besuch zeigt deshalb auch, dass es das Ende einer diplomatischen Eiszeit. In der Flüchtlingspolitik erhöhen Länder und Kommunen den Druck auf den Bund und fordern eine massive Aufstockung der Hilfe. Bislang hat die Bundesregierung für dieses Jahr 1 Milliarde Euro zugesagt. Diese Summe müssen in den folgenden Jahren mindestens verdoppelt werden, sagte der bayerische Ministerpräsident Seehofer der Welt am Sonntag. Auch SPD-geführte Länder verlangen, die Unterstützung massiv zu erhöhen.
Flüchtlinge in Zelten, Flüchtlinge in leerstehenden Gebäuden, Flüchtlinge in Wohncontainern. Wegen der vielen Krisen in der Welt kommen immer mehr Asylsuchende nach Deutschland. Bloß die Mittel, die der Bund dafür zahlt, die werden nicht mehr. Zum Ärger der Bundesländer. Insbesondere Kommunen ächzen unter den Kosten. Bisher spüren den finanziellen Druck und den Unterbringungsdruck nur Kommunen und die Länder. Der Bund beteiligt sich hier faktisch gar nicht und das muss aufhören. Ein weiterer Streitpunkt: nach dem Zelt muss eine Wohnung kommen für die Flüchtlinge, die bleiben dürfen. Aber an Wohnraum fehlt es vielerorts jetzt schon. Deshalb haben wir die klare Forderung, dass der Bund mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für die Wohnungsbauförderung in Deutschland zur Verfügung stellt. Die Ausgaben für Asylbewerber dürften sich im Vergleich zu 2014 auf mehr als 5 Milliarden Euro verdoppeln. Deshalb hat die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung Verständnis für die Finanzsorgen. Natürlich brauchen die Kommunen Geld. Das ist, glaube ich, jedem klar. Wir brauchen aber auch eine klare Abrechnung, wie die Länder den Kommunen das Geld weitergeben und wofür. Und das muss eben deutlich werden, dass Unterbringung, Gesundheitskosten, Beschulung, dass all das auch gewährleistet werden kann. Zusätzliche finanzielle Zusagen? Fehlanzeige. Genau darauf wartet die Opposition aber. Die Grünen dringen auf eine deutliche Entlastung und die Linke verlangt sogar: Der Bund muss hier vollständig für die Kosten des Verfahrens, der Unterbringung und der Verpflegung aufkommen. Und das, finde ich, muss jetzt in den nächsten Monaten relativ schnell und zügig so geregelt werden. Auf so weitgehende Forderungen geht die Regierung aber gar nicht erst ein. Und das Finanzministerium erklärt, die Länder hätten im ersten Halbjahr fast 500 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet. Schon deshalb sieht man hier derzeit keinen Grund, zusätzliche Mittel für Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung zu stellen. Weil aber die Zahl der Asylsuchenden eher noch ansteigen dürfte, wird der Bund in den kommenden Monaten wohl nicht umhinkommen, sich stärker zu beteiligen. Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns sind in bundesweit etwa 146 Fällen Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes eingeleitet worden. Das berichtet der Berliner Tagesspiegel unter Berufung auf Daten des Finanzministeriums. Insgesamt hätten die Kontrolleure im ersten Halbjahr fast 25.000 Arbeitgeber überprüft. Schwerpunkt sei dabei das Baugewerbe gewesen. Zuständig ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die beim Zoll angesiedelt ist. 3 Monate nach den schweren Erdbeben in Nepal ist die Lage tausender Familien noch immer sehr schwierig. Zu Beginn der Monsunsaison seien vor allem Kinder nicht ausreichend geschützt, berichten Hilfsorganisationen. In dem armen Himalaya-Land kamen im April und Mai bei mehreren Beben fast 9.000 Menschen ums Leben. Hunderttausende Häuser und wichtige Teile der Infrastruktur wurden zerstört. Ram Tamang ist gerade 4. 5 Stunden war er verschüttet. Sein Fuß musste amputiert werden, wie es ihm geht, ist leicht zu sehen. Die Familie wurde mit dem Hubschrauber aus ihrem Dorf ausgeflogen. Nun leben sie 120 Kilometer entfernt in der Hauptstadt Kathmandu. Hier gibt es keinen Arzt. Mein Sohn kann nicht mehr laufen. Es ist eine sehr schwierige Situation und wir haben zu Hause alles verloren. Zurück können die meisten bislang nicht. Die Straßen in die Dörfer sind durch Erdrutsche blockiert. 350 Menschen hausen seit fast 3 Monaten allein hier. Von der Regierung bekamen die meisten nichts. Die Regenzeit der Monsun hat begonnen, die Zelte sind undicht und die Kinder macht es krank. Die Vereinten Nationen sagen, noch immer kämpfen Menschen um das Nötigste, auch ums Überleben. Die Situation ist immer noch recht schlecht. Noch immer brauchen Hunderttausende Hilfe. Sie brauchen eine Unterkunft, Lebensmittel, Wasser und Toiletten. Und Nepal hat noch mehr Sorgen. Das Land lebt vom Tourismus, aber deutlich weniger Gäste kommen. Befürchtet wird ein Minus von 40%. Im Flüchtlingslager gibt es nur 2-mal am Tag Gemüse und Reis, bezahlt von privaten Spendern aus dem Ausland. Die Menschen versuchen neu anzufangen und weiterzuleben, aber die meisten werden von der eigenen Regierung immer noch im Stich gelassen. Internationale Hilfe kommt an, aber die reicht nicht und der Monsun macht die Menschen immer mehr krank. 3 Monate nach dem Erdbeben ist die Katastrophe hier in Nepal noch nicht vorbei. Der Monsun sorgt auch in Pakistan für Notstand. Nach wochenlangem Regen gibt es dort starke Überschwemmungen. Erste Bilder aus dem Norden des Landes zeigen das Ausmaß der Katastrophe. Häuser, Brücken und Straßen wurden zerstört. Dabei kamen landesweit mindestens 36 Menschen ums Leben. Mehrere Regionen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Für die kommenden Tage wird erneut heftiger Regen erwartet.
In der japanischen Hauptstadt Tokio ist ein Kleinflugzeug in ein Wohngebiet gestürzt. 3 Menschen kamen dabei ums Leben, 5 wurden verletzt. Die Propellermaschine war bereits kurz nach dem Start abgestürzt. Die als Ursache ist noch nichts klar. Mehrere Häuser und Autos gerieten in Brand. Der Brite Christopher Froome hat die 102. Ausgabe der Tour de France gewonnen. Seine Triumphfahrt auf der letzten Etappe von Sèvres nach Paris konnte er entspannt angehen. Traditionell wird der Träger des gelben Trikots dann nicht mehr angegriffen. Zudem erhielten alle Fahrer wegen des schlechten Wetters die gleiche Zeit. Den prestigeträchtigen Schlusssport auf den Champs-Élysées entschied der Deutsche André Greipel für sich. Endlich Paris nach 3.360 Kilometern. Für ihn war es ein Tag zum Genießen. Da konnte auch der zwischenzeitliche Regen nichts daran ändern. Christopher Froome feierte, wenn auch mit Vorsicht, auf nassen Straßen. Zu verdanken hat der Brite den Erfolg auch seiner Mannschaft, dem Team Sky, das aufopferungsvoll für ihn 3 Wochen gearbeitet hat. Traditionsgemäß wurde das gelbe Trikot des Führenden nicht mehr attackiert. In mäßigem Tempo näherte sich das Fahrerfeld mit 160 von ursprünglich 198 gestarteten Fahrern den Champs-Élysées. Erst hier, auf den 10 Runden, machten die Radprofis noch einmal ernst. Als es in die letzte Kurve ging, war Sprinter André Greipel im roten Trikot nicht optimal platziert. Aber dann zeigte der Rostocker, dass er zurzeit der Schnellste ist auf 2 Rädern. Greipel sicherte sich den prestigeträchtigen Tagessieg in Paris. Ich habe mich die letzten 4-5 Tage mit Knieschmerzen gequält, aber alle haben mich unterstützt und wollten mir heute noch mal einen Sprint ermöglichen. Und alle sind ein Teil von diesem Sieg. Christopher Froome freut sich über den 2. Gesamtsieg bei der Tour de France nach 2013. Kevin De Bruyne vom VfL Wolfsburg ist Deutschlands Fußballer des Jahres. Bei der Wahl durch Fachjournalisten setzte sich der belgische Nationalspieler deutlich gegen die Bayern-Profis Arjen Robben und Manuel Neuer durch. Zur Fußballerin des Jahres wurde zum 2. Mal Celia Šašić gekürt. Die Torjägerin hatte ihre Karriere nach der WM in Kanada im Alter von 27 Jahren beendet. Sebastian Vettel gewinnt den großen Preis von Ungarn vor Danny Kwiat und Daniel Ricciardo. Vettel gelingt ein sensationeller Start, bei dem er gleich an beiden Silberpfeilen vorbeizieht. In der Folge entwickelt sich der Grand Prix zum bislang spannendsten und ereignisreichsten dieser Saison. Unfälle, eine Safety-Car-Phase und harte Positionskämpfe prägen das Rennen bis ins Ziel. Lewis Hamilton und Nico Rosberg kommen am Ende nicht über die Plätze 6 und 8 hinaus. Dagegen behält Sebastian Vettel in jeder Phase den Überblick und die Kontrolle und feiert vor der Formel 1 Sommerpause seinen 2. Saisonsieg. Das Sturmtief Jelko ist in der Nacht über Nord- und Westdeutschland gezogen. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden durch herabfallende Äste und bei Unfällen mindestens 12 Menschen verletzt. Wie hier in Niedersachsen knickten zahlreiche Bäume um. Einige Bahnstrecken mussten zeitweise gesperrt werden. Insgesamt verlief der Sturm aber glimpflicher als erwartet. In den kommenden Tagen soll Tief Andreas immer wieder auch für starke bis stürmische Böen sorgen. Einzelheiten dazu nun in der Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. Juli. Das Zwischenhoch zieht nach Osten ab. Von Westen her sorgt ein neues Tief nun wieder für wechselhaftes und windiges Wetter. In der Nacht verdichten sich die Wolken, auch nach Nordosten hin. Verbreitet fällt Regen. Morgen ist es oft stark bewölkt mit Schauern. Im Norden und Osten gibt es auch Gewitter. Dabei muss mit Sturmböen gerechnet werden. Im Süden wird es im Tagesverlauf freundlicher. Heute Nacht im Breisgau noch 16, in den Mittelgebirgen 10 Grad. Morgen an der Nordsee und in der Eifel 18, im Breisgau bis zu 25 Grad. Am Dienstag vor allem in der Nordhälfte zum Teil gewittrige Schauer und sehr windig. Nach Süden hin mehr Sonne als Wolken. Mittwoch in der Mitte freundlich, sonst wie auch am Donnerstag weiter wechselhaft. Im Süden gebietsweise Regen. Wir melden uns wieder um 23.20 Uhr mit Thomas Roth und diesen Tagesthemen. Offene Worte in Kenia. Präsident Obama prangert Gewalt gegen Frauen in Afrika an. Außerdem Abschluss der Tour de France. Ein Sieger unter Beobachtung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.